In den Augen der Extremisten oder der Taliban sind die Ortskräfte Verräter, Kollaborator und Ungläubiger. Und aus diesem Grund haben sie den Tod verdient. Viele Menschen werden aufgrund der Tätigkeit ihrer Familienangehörigen auch kriminalisiert und verfolgt von der Taliban. Und das ist eine Realität, die man hier in Deutschland hören muss. Das Schicksal dieser Menschen kann uns einfach nicht egal sein. Es gibt nämlich überhaupt keine Evakuierungsmöglichkeiten. Es gibt keine Werkzeuge, diesen Menschen zu helfen. Ohne Ortskräfte kann die Bundeswehr zum Beispiel ihre Aufträge nicht durchführen. Und ich behaupte, das können auch die wenigsten Botschaften. Es sind Leute, die echt 12 Jahre bis 15 Jahre den Einsatz als ihre eigene Familie unterstützt haben. Dass sie Tag und Nacht bei den Soldaten waren, dass sie Tag und Nacht versucht haben, mit den Soldaten zu sprechen, Freundschaft machen, mit ihnen zu spielen. Diese Menschen werden gerade in Afghanistan einfach im Müll geschmissen. Und all die, die Versprechungen gemacht haben, sind auch heute in Verantwortung. Wir können jetzt nicht wegschauen, wo das alles bergab geht. Sie werden umgebracht, klar und deutlich, dass du für die Feinde gearbeitet hast. Für welche Art haben wir die Ausländer? Ihnen interessiert nicht mehr, ob das jetzt den oder den ist egal. Sobald wir ihn kriegen, werden sie sofort aus dem Weg geräumt. And this is a moment to draw the attention back to Afghanistan and to say this unfinished business doesn't need to be finished.